Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Subnautica. So, wir brauchen Titan für Titanbarren und Titanbarren für Blaststahlbarren und Blaststahlbarren für die Zyklop. Jawohl, die können wir endlich bauen. Ich bin ganz froh drum. Wurde auch langsam Zeit. Und deswegen gehen wir jetzt hier auf große Schrottsammeltour sozusagen und fangen auch gleich mal hier an, ne? So, hier, da so zum Beispiel. Da. Und hier liegt auch noch ein Fragment rum. Können wir auch noch scannen. Gibt ja auch Titan. Oh, schade, den hätte ich gerne fertig gescannt. Na gut. Halb so wild. So. Hier liegt noch ein bisschen Quarz. Können wir auch mitnehmen. Brauchen wir auch. Da liegt auch noch Quarz. Da wollen wir nochmal schauen. Ja, hier ist schon wieder der nächste Schrott und auch wieder Quarz. Also ich werde aber eher Metall einsammeln jetzt, wie Quarz. Da unten liegt noch ein Fragment. So, da geht das hier rucki zucki. Mit dem Metallfarmen. Auch hier ist schon wieder Strahlung. Ich merke es gar nicht. Ich Idiot. So. Ja, ist ja gut. Ich bin ja schon raus aus dem verstrahlten Gebiet. Also dann in die Richtung hier ist auch okay. Bin ich auch mit einverstanden. So, da sind ganz viele Stalker. Vor denen habe ich Angst. Da wollen wir auch nicht hin. So. Und... wo ist das nächste Metall? Na, hier liegt ganz viel Metall. Man kann nur nichts davon scannen, ne? Haha, schade. Oder einsammeln. Wäre doch schön gewesen. Ich habe keine Lust, jetzt Steine aufzubrechen. Nur lieber so hier rumfahren, Schrott einsammeln. So. Welcome aboard, Captain. Jawohl. Ah, hier ist auch noch was. Sehr schön. Oh, ein Kreaturenei liegt da noch. Na komm, dann nehmen wir das noch mit. Dann fahren wir gerade zurück und wandeln das um. So. Ja, willkommen. So, und wir brauchen ja auch emailliertes Glas. Von daher können wir also auch normales Glas herstellen, direkt aus dem Quarz. Ist denn hier emailliertes Glas? Ach, da brauchen wir die Pirscherzähne für. Ah. Yeah. Okay. So, drei Titanbarren. Das Kreaturenei schmeißen wir schnell ins Aquarium. Bei der Gelegenheit können wir auch mal gucken. Hat schon nichts getan. So. Plupp. Ach, guck mal hier. Ich dachte, das würde jetzt schwimmen. Hä? Ach nee, guck mal hier. Hier sind ganz viele kleine Spatenfischeier dazugekommen. Drei Stück. Wo ist denn das andere große? Das ist da. Da ist ein großes. Da ist das andere kleine grüne. Und hier sind drei Spatenfischeierchen.
Ja, habt ihr fein gemacht. Fein, 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 fein. Sollte man besser vielleicht Popfische nennen oder so. Okay. So, das Glas in den Glasschrank. Weil man es darin so gut sieht. Und dann geht's wieder raus und weiter Titan und Quarz und ja. Ne, Pirscherzähne ein paar. Ich würde sagen, wir fahren mal einfach hier ins Biom, obwohl, ne, ich will jetzt nicht im Dunkeln in das grüne Biom rein und Pirscherzähne suchen. Das ist keine gute Idee. Das machen wir besser tagsüber, da sieht man da ein bisschen mehr. Aber wir könnten jetzt ganz gut Quarz suchen. Jetzt, wo es schön duster ist. Hier ist schon wieder so ein grünes Biom. Da wollte ich doch nicht hin. So, hier ist doch Quarz. Sind noch mehr davon? Noch irgendwo mehr Quarz? Ich weiß nicht, warum dieses Spiel bei mir so leckt in letzter Zeit. Ganz ehrlich, das ist irgendwie, ist es fast schon ein bisschen mysteriös. Laufend hat er irgendwie so richtige Frame-Aussetzer. Das hatte ich früher nie in dem Spiel. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommen soll. Warum das so ist. Sehr merkwürdig. Oh Mist. Oh. So. Welche Richtung? Na, versuchen wir mal unser Glück. Hier mit den Pirscherzähnen. Vielleicht finden wir ja irgendwo ein paar Stück auf einen Schlag. Ja, ist gut jetzt. Lass mich in Ruhe. Kein einziger Pirscherzahn zu finden. Manchmal liegen die auch hier oben. Ja, jetzt gebt euch doch mal. Komm, wir sammeln mal das Quarz ein. In der Zeit können die sich ein bisschen beruhigen. So, da ist Quarz. Hier ist Quarz. Hoffentlich wird es bald hell. Och, Strahlung. Immer diese blöde Strahlung. Ja, dann fahren wir halt mal ganz in die andere Richtung. Schauen wir doch mal. Ja, wir müssen schon wieder was essen. Dann machen wir das. So, wie sieht denn das hier aus? Haben sich noch nicht vermehrt. Zu essen haben wir auch nichts da. Ach, Mann. So, gibt es hier vielleicht Stalker-Zähne?
Nee, aber Fische gibt's hier. Hier so einen leckeren Gleitfisch. Schwebefisch. Komm her. So. Unten sind noch ein paar. Oh. Gibt's hier zufälligerweise auch Stalkerzähne? Nicht so aus, ne? Aber Schrott gibt's hier. Ein bisschen Platz haben wir noch. Aber wir brauchen unbedingt Stalkerzähne. Blöden Dinger sind so schwer zu finden und die nehmen alle immer einen Platz weg. Von daher, wir holen uns noch hier den Bumerang mit und dann machen wir uns mal erstmal was zu essen. So, vorausgesetzt, ich krieg den gefangen. Ich. Sag mal. So. Den nehmen wir auch noch mit, ja. Den Kollegen. So. Dann mal schnell Richtung Basis. Da. Dann hauen wir uns mal einen Fisch in die Pfanne. Warte mal. Ich würde sagen, wir essen einfach mal nur gerade einen Gleitfisch. Schwebefisch. Und die anderen packe ich ins Aquarium. So, zwei Bumerang, zwei Schwebefischelchen. Packen wir noch hier rein. So, dann können die sich hier schön vermehren. Dann werden wir wahrscheinlich nochmal anbauen müssen. Und da fällt mir ein, wir brauchen unbedingt mal ein Medikit Fabricator. Den müssen wir mal herstellen gerade. Damit ich mir mal ab und zu ein Medikit genehmigen kann. Wir rennen hier mit 16% rum. Und schwimmen hier durch die Nacht. Mehr oder weniger lebensmüde. Sowas. So. Das schon mal da rein. Ach, Quarz. Okay. Jetzt hat man nicht alles umgewandelt. So. Sehr schön. Kann man den hier tatsächlich an die Scheibe pappen? Na gut, komm, wir können den ja auch hier hinhängen oder so. Sieht auch gut aus, ne? So. Klack. Zack. So, schon geht's uns wieder richtig, richtig prima. Das Quarz noch raus und das Titan noch raus und dann können wir auch direkt wieder los. So. Wo ist die Seemotte hin? Am Vulkan? Eingeschmolzen? Versehentlich. Hä? Wie jetzt? Ach so. Och, sag mal. Welcome Jones. Aboard, Captain. Ah, vielleicht sollte ich wieder aufhören, aufzunehmen. Aufgrund akuter
Erblindung. Versehentlich. Versehentlich beim Let's Play aufnehmen erblindet. Er fand die Seemotte nicht mehr. So. So, Stalker-Zähne und Metall. Ach, wir brauchen eigentlich alles. Wie immer. Stalker-Zähne gibt es hier in dem grünen Biom normalerweise. So, und da brauchen wir, glaube ich, 5-6 Stück von den Zähnen. Sollten wir mal schauen, dass wir die hier bekommen. Guck mal, da rollt eine Titankugel durch die Gegend. Wo kommt die denn her? Hier. Kullert hier einfach durch die Gegend. Gibt's denn sowas? So, hier sind keine Stalker, ne? Das ist das Problem. Haha. Sagt in das Inventar. Holen wir hier den Schrott noch mit. So, und dann müssen wir gucken, dass wir diese Zähne finden. Das könnte jetzt äußerst schwierig werden. Also ohne Stalker finden wir die definitiv nicht. Die müssen schon da sein, die Viecher. Krass hier, diese Landschaft hier, die ist total schön irgendwie. Und auch super, um die Seemotte da drin zu crashen. Wo sind denn die Stalker hin? Sonst nerven. Oh, oh, ui. Jetzt hat es mich hier einmal 180 Grad gedreht. Sonst nerven die immer, die blöden Viecher. Und jetzt ist keiner da. Gibt's ja wohl nicht. Kann doch alles gar nicht wahr sein. Schwierig, schwierig, schwierig. Was ist das für eine rote Blume da? Ach, das ist ein Säurepilz. Hä? Muss ich mir jetzt mal gerade angucken gehen. Liegt da einfach so quer. So, hier sind keine Stalker. Das gibt's doch wohl nicht. Kann doch wohl nicht sein. Sind die alle beim Zahnarzt? Oder was? Lassen sich ihre Zähne rausoperieren, weil sie alle Angst haben, ich würde ihnen die Zähne ziehen. So, hier vorne ist noch so eine Winderanke. Ah ja, hier ist doch alles voll mit Winderanken. Ja, ich weiß. Wir müssen schon wieder was essen. So, da sind doch Stalker. So. Ja, jetzt beruhig dich. Komm. Ich will doch nur deine Zähne haben. Jetzt schon kommen, ich bin gleich tot. Dann hat er mich einfach mal so von hinten geschnappt. Bei meinem Glück. Hab ich's nicht gesagt? Hab ich's nicht gesagt? Hab ich's nicht gesagt? Das gibt's ja wohl nicht. Mein Gott. So, okay. Das müssen wir anders machen. Jetzt, Fridolin, jetzt beruhig dich hier. Mein Gott. So,
Okay. Also ich würde sagen, wir vertagen das auf die nächste Folge. Machen wir hier mal sozusagen diesmal pünktlich Schluss und dann überlegen wir uns mal ganz genau, wie wir an die Zähne der Stalker herankommen, damit wir hier mit unserer Zyklop langsam weiterkommen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Und tschüss.